Herzlich willkommen, Amir. Danke. Liebe Leute, die rassistische Politik der AfD und der steigende Rassismus in Europa und Deutschland schmerzen und verärgern viele als freiheitliebende Menschen. Als flüchtlinge Organisation wissen wir nur so gut, dass Menschen nach Deutschland und in andere europäische Länder fliehen, um den kriminellen Regimen, wie sie in der islamischen Regierung im Iran, in Syrien, der Türkei und Saudi-Arabien existieren, zu entkommen. Die Menschen, die in ihren Länder mutige für ihre Freiheit gekämpft haben, sahen sich mit langjährigen Gefängnisstrafen oder sogar der Todesstrafen bedroht und verurteilt. Die Menschen sollen das Recht haben, frei zu entscheiden, wo sie leben möchten. Wir würden nicht akzeptieren, dass rassistische oder menschenfeindliche politische diese Rechte im 21. Jahrhundert entziehen. Nun behaupten diese Rechten und asylfeindliche Politiker, dass man sich selbst im Exil nicht wohlfühlt. Nicht nur in der Heimat droht einem Hinrichtungen und Gefängnis, sondern auch hier in Deutschland muss man gegen Rassismus kämpfen. Die internationale iranische Flüchtlingsorganisation BIMARS fordert Asylbewerber, Flüchtlinge und integrierte Einwanderer auf, gemeinsam gegen populistische und menschfeindliche Politiken wie die der AfD zu kämpfen. Die AfD bietet keine Lösung für Rentner, die Arbeiterklasse und ist ein Feind verschiedener Teile der Gesellschaft, einschließlich LGBTQ, Sozialisten und so weiter. Die internationale iranische Flüchtlingsorganisation BIMARS betont, dass Solidarität und Einigkeit erforderlich sind, um gegen solche Politiker Widerstand zu leisten. Wir stehen gemeinsam gegen die AfD, Rassismus und Faschismus. Es lebe die internationale Solidarität. Es lebe die menschliche Identität. Nein zum Rassismus. Danke. Vielen lieben Dank an mir. Als nächstes